Die Schlacht an der Ostfront der Ukraine erreicht einen entscheidenden Punkt im Krieg mit Russland. Experten sagen, dass Robotyne im Süden und Kupjansk in der Region Donetsk auch weiterhin die Brennpunkte der Gefechte bleiben. Die Truppen der Ukraine stehen unter ständigem Drohnenbeschuss. Aber die Mission besteht weiter darin, die Landbrücke zwischen Russland und der Krim zu durchtrennen und Moskaus Streitkräfte von den besetzten Gebieten im Süden abzuschneiden. Das russische Oberkommando hat die Gefahr eines Durchbruchs offenbar erkannt und darauf reagiert. Große Reserven der russischen Streitkräfte treffen im Gebiet Robotyne ein. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat den Arbeitern einer Militärfabrik in der Region Tula gesagt, sie sollen eine ununterbrochene Produktion rund um die Uhr aufbauen. Shoigu reiste kürzlich nach Nordkorea, um Pyongyang davon zu überzeugen, Artilleriemunition an Russland zu verkaufen. Die Reaktion der USA ließ nicht lange auf sich warten. Any arms deal between the DPRK and Russia would directly violate a number of UN Security Council resolutions. We're continuing to monitor this situation closely and we urge the DPRK to cease its arms negotiations with Russia and abide by the public commitments that Pyongyang has made to not provide or sell arms to Russia. Unterdessen kündigte die russische Militärführung Vergeltung für die Attacke auf den Flughafen Pskov nahe der Grenze zu Estland an.